Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder mal Energy Drinks für euch parat, beziehungsweise wieder keine Energy Drinks, sondern eigentlich nur Limonaden. Aber wieder besondere, ich habe mir da wieder was überlegt. Ich nehme immer 4 Stück, die ich teste, die ich probiere, die ich trinke und am Ende wartet dann immer ein 5-0er Dosenbier, was ich dann immer wegexe. Diesmal habe ich wieder was überlegt, was zusammenpasst. Wir sind nämlich immer noch in Erfurt und da waren wir im Teegut. Da habe ich ja, ich weiß noch nicht, in welcher Reihenfolge ich es mache, doch. Ich habe letztens erst Tee probiert, verschiedene Teesorten, auch diesen Cannabis-Tee und die ganzen Sorten von All I Need und am Ende dann Dosenbier. Und heute haben wir was anderes, das zeige ich euch mal kurz hier. Heute gibt es nämlich Dr. Pepper und zwar die originale Dr. Pepper mit einem Übergang zur Dr. Pepper Kirsche, mit einem Übergang zur Coca-Cola Kirsche. Und weil die Dose lila ist, der Übergang zur nächsten lilanen, wo ihr hier Grape Soda habt, Traub dich was, also Traubenlimonade und natürlich das 5-0er. Finde ich genial, wieder 4 Stück gefunden, die irgendwo zueinander passen. Dr. Pepper Kirsch, dann von Kirsch zu Kirsch Cola und dann von der Farbe her. Das passt auf jeden Fall. Die wollen wir jetzt alle mal trinken. Ich komme nämlich gerade wieder von meinem Ausflug auf die Petersburg und bin richtig groggy. Deswegen fangen wir mal mit der Dr. Pepper Cola an. Öffnen die. Viele Leute gibt es ja, die mögen Dr. Pepper Cola. Viele Leute gibt es, die sagen, Dr. Pepper Cola ist richtig ekelhaft. Ist da wirklich Pfeffer drin? Warum schmeckt die denn so komisch? Das ist die American Football Edition, wie man sieht. Sieht eigentlich aus wie normal, egal. Auf jeden Fall, was steht denn hier drauf? Steht da was dabei? Farbstoff, Phosphorsäure, Koffein. Hergestellt in Lizenz der Dr. Pepper 7-Up Inc. Cap Drinks GmbH Kreuztal. Dr. Pepper und 7-Up stecken also unter einer Decke. Das also jetzt die Dr. Pepper. Die gönnen wir uns jetzt. Achso, hier seht ihr die Football-Naht. Jetzt ergibt das alles auch Sinn. Ich mag Dr. Pepper Cola auf jeden Fall. Ich glaube, wenn ich da eine ganze Tonne voll trinke, dann ist mir richtig schlecht, weil die eben so besonders schmeckt. Aber es ist auf jeden Fall was Außergewöhnliches, um dieser ganzen Cola-Szene zu entfliehen mit Dr. Pepper. Mögt ihr Dr. Pepper? Schreibt es mal in die Kommentare. Was ich aber noch genialer finde als Dr. Pepper, ist hoffentlich die Dr. Pepper mit Kirschgeschmack. Sieht ja auch richtig gut aus. Den Kirsch-Cola, Vanille-Cola fand ich auch immer richtig genial. Dr. Pepper Kirsch. Weiß ich gar nicht, ob ich die schon mal probiert habe. Haben wir aber jetzt als zweites am Start. Boah, da tropft auch alles auf den Hoodie, Bruder. Riecht auf jeden Fall sehr kirschig. Im Endeffekt riecht das so, wie die andere gerade geschmeckt hat. Also Pfefferkirsche wahrscheinlich. Wir probieren die auch mal. Steht da noch was Interessantes drauf? Warum mache ich es eigentlich immer erst auf und drehe es dann? Ich könnte doch erst drehen und dann... Süßungsmittel, Kirschgeschmack, alles klar. Farbstoffe, Kreuztal, wie gewohnt. Das, was oben rauf gespritzt ist, hat so eine leicht himbeerige Note von der Farbe her. Bäh. Ist auf jeden Fall auch sehr interessant. Schmeckt genau wie diese kleinen ekligen Cocktailkirschen, die sie immer oben auf euren Eisbecher draufpacken. Also wer die mag, der kann die gerne hier in Dosenform zum Trinken haben. Viele sagen aber, nee, die schmecken mir zu chemisch, die möchte ich nicht, die sind richtig widerlich. Ich finde die jetzt auch nicht unbedingt so angenehm, die brauche ich auch nicht unbedingt. Das sind richtige Kirschen wohl besser. Deswegen Dr. Pepper Kirsch, da tut es mir eine normale Kirschcola wohl eher, während Dr. Pepper im Original kann man machen. Brauche ich keine besonderen Variationen, außer sie bringen jetzt noch Dr. Pepper Vanille raus. Die muss ich natürlich mir auch gönnen. Aber zum direkten Vergleich haben wir ja jetzt auch die normale Coca-Cola Kirsch. Die ist ja überall bei uns eigentlich nur noch mit ohne Zucker gibt. Also ohne Zucker hier, ohne Zucker da. Genau wie das Vanille. Außer ihr bezahlt halt 1000 Euro für eine Dose. Weil Zucker, die Zuckersteuer ist da, Bruder. Das heißt, die ziehen euch jetzt richtig ab. Ich fand die damals gut, habe ich auch immer in Flaschen gekauft. Die Kirsch-Cola und die Vanille-Cola.
Leider ändert sich immer alles. So eine Dose ist mittlerweile schon richtiger Luxus. Riecht auf jeden Fall nicht so aufdringlich, nicht so süß, riecht auf jeden Fall angenehmer. Meine Füße schlafen gerade ein. Wir gönnen uns jetzt die Sherry Coca-Cola und ich hoffe, die enttäuscht mich nicht und hat ihren Geschmack beibehalten. Jetzt sehe ich gerade, dass die Location hier einfach viel besser aussieht, diese Lichteinwirkung als bei dem Eistee. Hätte ich es lieber auch beim letzten Mal einfach auf die Heizung gestellt und mich hierher gekniet, dass mir die Füße kaputt gehen, aber das Bild wenigstens besser aussieht. Das auf jeden Fall deutlich besser. Es schmeckt eben nicht so aufdringlich, trotzdem aber irgendwie fruchtig und erfrischend, aber nicht zu süß. Trinke ich auf jeden Fall gerne. Ist auf jeden Fall auch angenehmer als Dr. Pepper auf Dauer. Dr. Pepper wirklich nur für den speziellen Moment, für den speziellen Genuss. Aber so eine Kirschcola ist einfach was Feines. Jetzt bin ich gespannt, das hat nämlich die gleiche Farbe. Erfrischungsgetränk mit Traubengeschmack und 3% Fruchtgehalt. Wasserzucker, Traubensaftkonzentrat, Tom's Grape Soda, auch 0,33 Liter. Grape Soda, habt ihr sowas schon mal gehört? Traubt dich was? Da bin ich mal gespannt. Traubensaft ist meistens sehr säuerlich, kriege ich immer gleich Sodbrennen dazu. In Kombination jetzt mit der Kohlensäure bin ich mal gespannt, da gibt es dann also doppelt Sodbrennen. Riecht auf jeden Fall auch sehr süß, riecht aber irgendwie so wie so eine Kaugumminote. Ja, riecht wie eine Süßigkeit, so bin ich gespannt, ob das jetzt genauso schmeckt. Wie es riecht, Grape Soda von Tom auf jeden Fall. Alter, was ist das denn? Das schmeckt ja einfach wie Bubble Tea. Irgendwo so ein ganz bekannter Geschmack auf jeden Fall. Würde ich überhaupt nicht erkennen, dass das Trauben sein sollen. Es schmeckt auf jeden Fall so wie, habe ich letztens schon probiert, fand ich gut, wollte ich gern mehr haben, war schon leer. Aber das erste Mal, dass ich Grape Soda trinke. Unbeschreiblich, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall mein Highlight heute. Das hat mich jetzt komplett überrascht. Grape Soda, dachte ich, ist was richtig Ekliges, aber das hat so einen interessanten Geschmack, also. Gönnt euch Grape Soda von Tom, wenn ihr das seht. Ist zwar Traube, aber schmeckt irgendwie halt ganz anders. Keine Ahnung. Oh, was war da denn los? Das waren die Trauben. Keine Ahnung. Ich stelle das mal wieder hier ab. Denn jetzt geht es ans Eingemachte. Jetzt, wo ich keinen Durst mehr habe und der Magen voll ist, gönnen wir uns natürlich noch eine Dose 5-0er Original Dosenbier, wo ich extra nochmal los bin, um eins zu besorgen. Da geht es schon vorher richtig ab. Ich glaube, jetzt muss ich mich aber mal anders hinsetzen, dass ich nicht so weit oben im Bild rumhänge. Ah, und weil mir einfach alles wehtut. Was war das denn? Vor allem steht mein Darm dann auch nicht so unter Druck. Ich versinke hier schon mal, sag schon mal Tschüss, ne? Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Wo ist denn jetzt hier mein. Guck mal, mein Ding ist immer noch am Start. Richtig genial. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Bis zum nächsten Mal.